Ohne Autos geht's heute nicht. Mit was werden die Autos heute angetrieben? Na, mit Benzin. Benzin kommt aus Erdöl und Erdöl kommt aus dem Boden. Erdöl ist aus Dinosauriern, Fossilien und alten Knochen entstanden, die durch Altersschwäche oder sowas eben gestorben sind. Die Idee Kinder ohne ist so entstanden, dass wir Forscherinnen und Kinder zusammengebracht haben und uns gedacht haben, die einen haben die Neugierde zum Beruf gemacht, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und die Kinder sind einfach von sich aus neugierig. Und wenn Wissenschaftler und Kinder aufeinandertreffen, dann kann nur was Neues, Lustiges entstehen. Ich glaube, das müssen wir als größte Unternehmen Österreichs tun, dass wir uns mit den gesellschaftspolitischen Themen beschäftigen und hier Kinder motivieren, hier Naturwissenschaften, Technik zu studieren. Und das ist unser Engagement. Da war eine Forscherin, die hat uns viele Dinge erzählt über Wasser und den Treibstoff und so. In der heutigen Vorlesung geht es darum, wie man eben aus Sonne und Wasser die Treibstoffe für die Zukunft herstellen könnte. Und da war auch noch ein Mann, der Chef von der Ölfarm. Wer von euch möchte Forscher werden? Wir reden heute darüber, ob wir mit Wasser Auto fahren können. Wir forschen gerade im Moment sehr stark an der Grundlagenidee und an den Grundlagen. Und deswegen ist es auch für mich und für die Vortragenden überhaupt sehr spannend, mit den Kindern zu arbeiten, weil es eigentlich etwas ist, was wahrscheinlich die Kinder, wenn sie erwachsen sind, gemeinsam lösen werden. Was mich auch gefreut hat heute, ist, dass so viele von euch Forscher werden wollen.